Und dahin führt das Ganze wieder, denn, wie wir in Symbolik gehört haben, die Schlange nimmt ihren eigenen Schwanz wieder in den Mund. Der Kreis hat sich dann geschlossen oder schließt sich oder ist dabei, sich zu schließen. Ja? Ja, meine Lieben, das ist natürlich immer noch für viele so neu, dass sich ihr Anatta dagegen wehren wird. Ihr nicht selbst, welches ja in Schulen und Universitäten jahrelang, oder auch ruhig Jahrtausende lang, in eine falsche Richtung, kann man sagen, geleitet wurde. Ja? Wir können auch sagen, das Christentum ist in gewisser Weise Gegenteil vom Buch des Lichts, obwohl das Buch des Lichts es enthüllt. Also das ist kein Widerspruch, denn wenn die Theosophie, sagen wir mal, das Buch des Lichts, in weite Tiefen geht, befasst sich doch das Christentum sehr mit äußeren Dingen noch. Ja? Die Christen wollen ja was von Gott. Die wollen, dass man gesund lebt, dass man dies lebt. Das heißt, sie wollen eigentlich die Erhaltung der physischen Form so lange wie möglich. Oder sei es auch der geistigen Form. Das, sagt das Buch des Lichts, das wollen wir nicht. Sondern wir wollen sagen, wir wollen hindeuten, wo der Urgrund ist. Und wenn einer die Erhaltung und Wiederkehr der physischen Form und der geistigen will, dann muss er es auch richtig machen. Und nicht, indem er sagt, also, ich werde jetzt mal die Bibel lesen und Jesus erlöst mich und ich brauche mich da gar nicht anzustrengen und als armer Sünder werde ich dann ewiges Leben haben. Dem ist nicht so. Ja? Wir wollen auch nicht nur die Bibel zum Beispiel, die will gar nicht so sehr die jenseitigen Welten erklären. Sie ist, wenn man sie wörtlich nimmt, eine sehr materialistische Sache. Die lehrt das Reich Gottes auf Erden, meine Lieben. Das ist doch nichts weiter als extreme Anhaftung an Sinnestätigkeiten, von denen man hofft, Sinnesgenüssen, von denen man hofft, dass man sie irgendeinmal ewig haben kann. Ewiger Sex, ewiges Essen und Trinken, ewiges dies. Das ist natürlich, Entschuldigung, wenn ich das sage, satanisch. Ja, das ist die Scheidewand zwischen Bibel und Buch des Lichts. Und wenn die Menschen die Bibel richtig verstehen würden, würden sie auch von dieser Meinung abgehen. Das stimmt gar nicht, dass die Bibel ein ewiges Leben, eine Manifestation Gottes auf Erden für ewig haben will. Das ist, Entschuldigung, Quatsch. Die Bibel lehrt ganz klar den Urgrund. Und deshalb bitte die wahre Bedeutung der Bibel lesen. Ja? Die Bibel lehrt ganz klar, dass alles außer Gott der Vergänglichkeit unterliegt. Ja. Und dann sagen sie natürlich, die lieben Christen, dein Reich komme zu uns. Und wir wollen einen neuen Himmel, eine neue Erde, eine neue Verheißung. Das Buch des Lichts lehrt uns, dass die Bibel sogar schreibt, alle Himmel werden eingerollt werden. Auch der Koran schreibt, alle Himmel werden eingerollt werden. Ja, sagt er dann, es kommen neue Himmel. Na und? Steht drin, dass die für immer bleiben? Nein. Das Buch des Lichts lehrt die Planetenkette. Wir müssten, Entschuldigung, das auch. Aber die Bibel lehrt die Planetenkette. Wir müssen sie nur mit dem rechten Verständnis lesen. Und wenn da steht, wir erwarten eines neuen Himmels und einer neuen Erde nach seiner Verheißung, worin in Gerechtigkeit wohnt, dann ist das der nächste Globus. Zum Beispiel der Kette. Meine Lieben, Ehre sei dem Buch des Lichts. Also wir leben in einem Lebenstraum, in einem vergänglichen Lebenstraum. Und wo kann man sagen, der Tod ist ja nichts anderes als das Abstreifen der verschiedenen Formen der Beschmutzungen. Ja? Ja, so kann man besser damit umgehen. Anstatt zu sagen, jetzt wird mir zwar noch was entrissen, wie viele Bibelleser glauben, aber irgendwann kann ich das für ewig haben. Das ist eben, Entschuldigung, kindisches Wunschdenken. Und da sagen wir gleich, du hast deine Bibel nicht verstanden. Ja? Und ein solcher Gott der Bibel hat natürlich nichts mit dem Gott vom Buch des Lichts zu tun. Aber ein solcher Gott der Bibel entsteht doch nur aus Missverständnis der Bibel, meine Lieben. Wir wollen doch die Bibel nicht verteufeln. Wir wollen sagen, sie hat recht. Aber
lest sie mit dem rechten Verständnis. Ja? Denn das Buch des Lebens, Gott, wenn man so will, ist eine unpersönliche Sache. Ja? Das ist eine anhaftende Monade, die sich durch Loslösung, dann wird die Gott. Ja? Und das ist dann der Urgrund. Wenn wir dann in diesem Urgrund sind, sind wir Gott. So. Und natürlich kann man, man fragt immer mich, warum kannst du den Urgrund nicht beschreiben? Weil ich da Begriffe der vergänglichen Welt anwenden muss. Im Urgrund gibt es keine Ohren. Ich kann auch nicht sagen, da ist Stille, denn Stille ist für mich nur, wenn ich nichts mehr höre. Aber selbst wenn Stille ist, habe ich immer noch eine gewisse Schwingung. Im Urgrund ist die Monade befreit von Sehen, Hören, Fühlen, Schmecken, Tasten, Denken, Riechen. Am nächsten kommt man diesem Zustand in der Meditation. Da löst sich dann die Monade plötzlich mehr und mehr und erfährt den Urgrund, wenn noch im physischen Körper. Das hat der Buddha erfahren und viele andere auch schon. Ja? Also, dann will man eben, dass Jesus Gott ist. Jesus ist nicht Gott, die jesische oder jesuische Monade, ja, da kann man sagen, die ist Gott, stimmt wieder. Seht ihr, wie subtil das ist, wie fein das ist, scheinbar trennend und doch wieder nicht. Das Buch des Lichts hat auch keine pantheistische Gottesvorstellung, wie viele Theosophen das meinen. Weil Pantheismus ist Gott in Manifestation. Aber dieser Gott in Manifestation ist der Logos, ist Brahman. Ist doch noch nicht eine befreite Monade, Entschuldigung. Also Pantheismus ist Gott und viele göttliche Wesen, viele Monaden, noch umgeben von Beschmutzungen, von Formen. Tja, Entschuldigung, so ist das. Keinen persönlichen Gott haben wir. Ja? Man kann auch Gott gar nicht anrufen und sagen, Gott ist uns gegeben durch diese Lehre. Hat gesagt, willst du Gott sein? Dann tu das, was im Buch des Lichts steht. Ja? Wir können nicht erlöst werden, sondern wir können uns nur selbst erlösen. Ja, wir können nur selbst rein werden, aber dann müssen wir auch wissen, wovon denn? Und da lehrt doch das Buch des Lichts die 7 Hüllen, welche die Monade umgeben. Natürlich sind es auch 49 Hüllen, sind auch viel mehr. Warum? Weil jede Hülle siebenfältig ist und so weiter und so weiter. Ja? Im Menschen ist also dieser Drang. Aber der Großteil der Menschen ist bequem. Der sagt, ich will jetzt, ich gehe jetzt in die Kirche und dann bin ich mit Gott. Ja, so geht das nicht, meine Lieben. Aber hätte man die Religion nicht gehabt, dann würde es heute vielleicht noch viel schlimmer aussehen. Die Zeit ist aber gekommen, dass wir von Glaubenden zu Wissenden werden. Wir haben also keinen persönlichen Gott per se, sondern wir sind Gott. Nicht die Persona. Die Persona ist ja die Beilegung. Ja? Wenn wir aber das persönlich sehen, dann ist dann eben das Problem der Religion, dass Gott sich manifestiert auf Erden. Ja, wo gibt's denn sowas, meine Lieben? Das mag Jehova sein, Engel der Erde, der reinkarniert, aber das hat doch nichts mit dem höchsten Prinzip zu tun. Ja? Und doch können wir sagen, ist die Bibel, wenn recht verstanden, Theosophie. Und das Buch des Lichts ist ideal in dem Sinne, dass es den Kern zum Kern führt. Ja? Vom Kern zum Kern. Und das ist unser Realismus. Für uns ist die vergängliche Materie auch real, übrigens. Das wissen wir ja, können wir da erfahren. Ja? Muss sich nur mal jemand mit der Nadel pieken, weiß er, wie real das ist. Aber es ist eben eine vergängliche, sich verändernde Realität, das ist ein ganz großer Unterschied. Und die mag man dann Illusion nennen, bitteschön. Aber die Substanz, aus der das ganze Universum gemacht ist, ist übrigens auch zeitlos ewig. Ja? Unerschaffen. Warum habe ich gerade gesagt, sie ist vergänglich? Weil sobald die Monade diese Substanz berührt oder befruchtet oder wie wir wollen, eine Veränderung stattfindet, eine ständige Veränderung. Und das sich Identifizieren mit dieser Veränderung führt zum Leid, das Anhaften daran. Da denkt man, man stirbt, dabei stirbt nur das, was man nicht ist. Ehre sei dem Buch des Lichts. Meine Lieben, wir
gehen dann also so weit, dass wir sagen, alles, was wir so erleben, ist ein Traum. Wir befinden uns in einem schattenhaften Lebenstraum, astral gesehen auch. Ja? Und es gibt nichts anderes als Äther in verschiedenen Schwingungen. Und Gott kann nicht gefunden werden, sondern Gott kann man nur werden, indem man sich löst von den vergänglichen Formen. Ja? Und wenn die Theosophen sagen, Gott ist das All, dann nimmt das Buch des Lichts auch davon Abstand. Natürlich ist die Monade ein ganz hohes Wesen, die Supermonade, monadisch Leitfigur für die anderen, sozusagen. Aber die höhere Leitfigur ist die Lehre, welche zur Loslösung führt. Und das ist das Buch des Lichts. Ja? Und so könnt auch ihr Lehrer von Göttern und Menschen werden. Klingt sehr vermessen und anmaßend, aber dahin können wir uns dann entwickeln. Ja? Und wenn dann alles wieder im Urgrund versinkt, erholen sich die Monaden von dieser anstrengenden Arbeit mit den Beschmutzungen oder mit den Beilegungen. Ja? Und da haben wir den Begriff Persona, das ist eben dann die Maske, die vergängliche Maske. Ja? Streng genommen befasst sich das Buch des Lichts als Kern der Sache, sagt, dass es weder die Persönlichkeit noch die Individualität, meine Lieben, ja, Individualität kann man immer nur im Vergleich mit Ich Bin sagen und so weiter. Ja, ja, wenn ich losgelöst bin von der Materie in Urgrund versinke, bin ich dann nicht mehr? Geht doch gar nicht. Ich war doch vorher auch, ich bin doch da. Wenn das Erlöschung wäre, dann würde ich sowas nicht verkünden hier. Sondern man kann mit Worten der vergänglichen Welt nicht sagen, was man ist. Vorsichtig kann man sagen, zerstört es man nicht. Aber was bin ich dann? Das muss dann die Meditation erfahren und die Lehre. Und da die meisten Menschen sich da gar nicht so weit vorwagen, sind sie dann eben immer wieder in einem Himmel oder in einer Hölle oder auf Erden, wandeln hin und her, werden zurückinkarniert, je nach Verlangenszustand. Natürlich könnte man sagen, tja, in einem höchsten Himmel ist doch wunderschön, allerdings kann man auch da wieder herausfallen, meine Lieben. Wo fand der erste Krieg statt? Ich glaube, es war im Himmel. Nicht in der Hölle. Das ist eben, das geht ganz tief, meine Lieben. Ja? Und die Dinge sind eben nicht, wie wir sie wahrhaben, sondern es ist ein Verlangenszustand der unerlösten Monade. Ja? Und diese Monade sucht Erfahrung in den verschiedenen Naturreichen. Und das kann man dann real nennen, wenn man will. Und diesen sogenannten Realismus, sagt man es dann die Welt. Und der Sinn des Ganzen ist Gottwerdung. Wieder Gottwerdung. Vorher wusste man es nicht. Daher ja auch das Nichtwissen, sagt ja auch der Buddha. Warum hat man Nirvana verlassen? Ein Nichtwissen. Was sonst? Ja. Und die Bibel beschreibt es auch. Verbotene Frucht, man kostet von der verbotenen Frucht, aber dieses Verbot, das muss man auch aufpassen, ja, wenn ein Schöpfergott uns das verboten hätte, der uns erschaffen hat, und wir handeln wieder dieses Gebot, dann hätte er doch im Zuge seiner Allwissenheit wissen müssen, dass wir dagegen handeln, dann ist er schuld. Also einem simpel denkenden Menschen oder auch einem hochintellektuellen Menschen, der nicht weiterdenken will in dem Sinne, macht das vielleicht Sinn, dass ein allwissender Gott sagt, du sollst davon nicht essen, und dann hat man es doch getan. Aber wenn man tiefer greift und denkt, dann macht das natürlich keinen Sinn. Ja? Alles geht auf den Menschen zurück. Er ist schöpferisch, er kann schaffen, er ist der Schöpfer. Meine Lieben, wir sind Gott in verschiedenen Stadien. Dann kann man wieder sagen, Gott ist ein Schöpfer. Wir schöpfen noch den ganzen Tag. Wir schaffen, wir erschaffen. Ich erschaffe Lieder. Jeder Mensch, und wenn er nur in der Früh abwäscht, Geschirr abwäscht, erschafft er etwas, ein sauberes Geschirr. Oder wenn er eine Idee hat, oder wenn er etwas schreibt, wenn er einen Beruf ausübt, erschafft er, der junge Mensch, erschafft einen Beamten, einen Angestellten, einen Arbeiter, einen Ingenieur. Wir sind ständig am Schaffen. Das können wir nur, weil wir Gott sind.